Name ist Barbara Huis. Ich war von 2000 bis 2002 Österreich-Lektorin in Liberec. Ich lebe heute noch in Innsbruck. Innsbruck und Liberec verbindet unter anderem die Gemeinsamkeit, dass sie einen Berg mit einem Sender haben. Hier im Hintergrund sehen Sie den Patschakofl. In Liberec ist es der Jeschtir. Zu Beginn war die Österreich-Bibliothek noch im alten Gebäude neben dem Rathaus untergebracht, aber schon in meinem ersten Jahr übersiedelten die Österreich-Bibliothekarin und ich Regale und Bücher in das neue Gebäude, das Synagoge und Bibliothek vereint. Wir veranstalteten Konversationskurse, an denen Liberetzerinnen und Liberetzer zwischen 20 und 80 Jahren teilnahmen, die sehr amüsant waren. Wir veranstalteten Diskussionen und führten Rollenspiele durch. Außerdem fanden Filmabende statt. Ein Hans Moser-Film fand großen Anklang bei der Liberetzer Bevölkerung. Und zu Besuch waren in der Österreich-Bibliothek auch Autorinnen und Autoren. In Erinnerung geblieben ist mir Sabine Eschkfeller, die heute noch in Tschechien lebt, in Olmütz, und Sabine Gruber, eine renommierte Lyrikerin, geboren in Südtirol. Sie lebt heute in Wien. Mir bleibt nur der Österreich-Bibliothek alles, alles Gute zu wünschen. Hallo, ich bin der Stefan Pohlmann und ich war von 2002 bis 2008 in Liberec als Österreich-Lektor tätig. Und wir hatten da auch verschiedene Veranstaltungen mit der Österreich-Bibliothek, wie zum Beispiel mit dem Herrn Komarek oder mit dem Herrn Strein oder mit der Frau Lind, die einen Märchenworkshop gemacht hat. Ein Erlebnis ist mir ganz besonders in Erinnerung. Das war nach der Lesung mit dem Herrn Strein. Da sind wir einen abschüssigen Hang hinuntergegangen und ich wäre fast hingefallen, aber der Herr Strein hat mich dann noch an der Hand geschnappt und mich aufgefangen. Sonst hätte ich mir vielleicht sogar den Fuß gebrochen. Aber so ist alles gut ausgegangen. Das war eigentlich eine lustige Erinnerung an den Herrn Strein. Meine persönliche. Okay, also ich wünsche euch viel Spaß bei der Feier der Österreich-Bibliothek. Wiedersehen und tschüss. Hallo, mein Name ist Dagmar Weginger und ich war von 2007 bis 2012 Österreich-Lektorin an der Technischen Universität in Liberec. An die Österreich-Bibliothek habe ich etliche schöne Erinnerungen, vor allem die Lesungen, zum Beispiel von Clemens Seetz 2010, die mit einer unvergesslichen Oberton-Gesangseinlage des Autors endete. Oder die Lesung von Josef Haslinger 2012, wo wir dann anschließend an die Lesung ins Restaurant Pösenka gegangen sind und gemeinsam gegessen haben. Auch sowas erlebt man schließlich nicht alle Tage. Vor allem aber erinnere ich mich sehr gerne an die Leseabende, die 2008 mein ehemaliger DAD-Kollege Ingo Stolper und ich ins Leben gerufen haben. Vorbild war für uns die Initiative Österreich liest, Treffpunkt Bibliothek, die seit 2005, denke ich, in Österreich stattfindet. Und nachdem es sich um eine gemeinsame Initiative gehandelt hatte, haben wir die Leseabende Österreich liest, gemeinsam mit Deutschland getauft. Und die Leseabende finden nach wie vor jedes Jahr statt, was mich sehr freut. Ach ja, die Österreich-Bibliothek war einer meiner ersten Anlaufstellen, nachdem ich 2004 hier angefangen habe. Ich erinnere mich an eine Gruppe Studentinnen, die unbedingt mal deutsche Filme, also deutschsprachige Filme sehen wollten. Da war man natürlich mein erster Gang zur Österreich-Bibliothek und habe ein paar geholt. Da habe ich mir dann zweimal hintereinander angucken müssen, weil nämlich die Parallelgruppe, die gleich danach kam, das auch sehen wollte. Damals gab es noch im Raum H61 noch einen Fernseher. Der Videorekorder steht bis heute da herum. Wie gesagt, einer meiner ersten Gänge war damals zu dieser wissenschaftlichen Bibliothek und damals wie heute war es ein Labyrinth. Es war gar nicht so leicht, sich da zurechtzufinden, auch die Österreich-Bibliothek zu finden. Also mir ist es damals nicht so leicht gefallen. Aber ich wurde dort immer fündig und ich habe mich dort auch immer sehr gerne aufgehalten. Und vor allen Dingen vermisse ich, was ich auch vermisse,
Vielleicht habe ich das auch nicht mehr mitbekommen. Damals gab es auch im Rahmen der Österreich-Bibliothek jeden Mittwoch einen Film, einen österreichischen Film. Und was aber hinterher eingestellt werden musste, aus Copyright-Gründen. Mhm. Was mir auch sehr leid tat. Also ich bin mittwochs immer sehr gerne hingegangen. Und da sind mir Regisseure und auch Namen von österreichischer Schauspieler dazugetragen worden, von denen ich vorher noch nie was gehört hatte. Mein Name ist Gabriele Hassler und ich war von 2012 bis 2017 ÖAD-Lektorin in Liberec. Von Beginn an war dabei eigentlich die Österreich-Bibliothek einer meiner zentralen Bezugspunkte in der Stadt und einer meiner zentralen Koordinaten. Und das liegt auch daran, dass ich dort mit ganz vielen tollen Leuten zusammenarbeiten durfte. Deshalb möchte ich auch die Gelegenheit nutzen und Martina Sanetrinikova ganz besonders herzlich grüßen. Ich habe sehr viele schöne, gute Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit der Österreich-Bibliothek und auch in meiner persönlichen Bibliothek gibt es daran noch viele schöne Erinnerungen. Denn hier habe ich zum Beispiel Bücher von Judith Taschler, von Stanislav Struhar oder von Valerie Fritsch, AutorInnen, die in dieser Zeit auf ihre Lesereise nach Liberec gekommen sind und so die Bibliothek auch zu diesem Ort gemacht haben, wo aktuelle österreichische Literatur stattfindet und an das tschechische Publikum kommt. Die letzte Zusammenarbeit mit der Österreich-Bibliothek war im April 2017. Es gab eine ganze Österreich-Woche, es gab eine Lesung, es gab Kurzfilme und das war zum 25-jährigen Jubiläum der Bibliothek. Deshalb freut es mich jetzt ganz besonders, zum 30-jährigen Jubiläum diese Grüße ausrichten zu dürfen. Hey, hallo, ich bin eine von denen, die da in Liberec war aus Österreich und das Glück hatte, in der wunderschönen Bibliothek einen Workshop mit der Sandra Braun zu machen. Ich kann mich erinnern, das war so cool, wir waren an der Uni und sie hat dann gesagt, hey, was ist, machen wir einen Workshop über Dialekte oder wie heißt das jetzt wieder? Innere Mehrsprachigkeit. Und ich kann mich erinnern, es war so viel Hilfe, Unterstützung, Bereitwilligkeit, den Workshop zu machen und ich hatte die volle Freude damit, das vorzubereiten. Und es war echt cool, mit den Leuten zu arbeiten und ich habe noch eine Erinnerung an diese Bibliothek. Ja, ich war nämlich zufällig an diesen Tagen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie diese geheißen haben, ich glaube die sprechende Bibliothek, es waren einige Leute, die einfach ihre Geschichten erzählt haben und ich finde das eine wunderschöne Aktion. Und dort habe ich tatsächlich die Frau getroffen, die maßgeblich zur Vergrößerung der Bücherei beigetragen hat. Und auch den Umbau, in der Zeit des Umbaus der Bücherei, die sie ja architektonisch zu diesem Meisterwerk werden hat lassen, dort gearbeitet hat. Und sie hat mir ihre Geschichte erzählt und es hat mich total gefesselt und berührt. Und ich finde, diese Aktionen, die es an dieser Bücherei in Liberec gibt, die sind einfach grandios. Und ja, ich liebe Liberec. Ich denke immer wieder gern dran zurück. Und einer der Teile, die ich besonders liebe, ist tatsächlich die Bücherei. Und selbst wenn ich hier in Wien am Urban-Loritz-Platz in die große Hauptbücherei gehe, dann denke ich mir, naja, die ist schon sehr cool. Aber die Liberec ist fast noch ein bisschen urbaner. Also, bis dann. Ich freue mich wieder auf euch. Ciao. Hallo, mein Name ist Sandra Braun. Ich bin die ÖAD-Lektorin hier in Liberec seit 2017. Das sind jetzt schon 5 Jahre. Und als ich nach Liberec gekommen bin, habe ich niemanden gekannt. Und eine meiner ersten Anlaufstellen war die Österreich-Bibliothek und deren Leiterin Martina Sanetrinikova. Und im Laufe der 5 Jahre ist sie auch zu einer guten Freundin von mir geworden. Wir haben sehr, sehr viele wirklich tolle Projekte gemeinsam gemacht in diesen 5 Jahren. Wir hatten Workshops zu Sprachvarietäten, wir hatten Filmabende, Lesungen mit ganz tollen Autoren, vor allem zeitgenössischen Autoren natürlich, wie zum Beispiel Umar Kir Alanam, der mir in großartiger Erinnerung geblieben ist. Auch die Corona-Zeit haben wir gut überstanden, denn wir hatten sogar einmal Österreich liest online über Zoom und Konversationsstunden online, um in Kontakt mit den Menschen zu bleiben.
Und diese Konversationsstunden sind auch etwas, worauf wir besonders stolz sind, dass wir die mit der Österreich-Bibliothek ins Leben gerufen haben. Denn in den mittlerweile 4 Jahren, in denen wir die Konversationsstunde machen, kamen so viele Menschen zu uns, nicht nur um Deutsch zu sprechen und sich auszutauschen, sondern sie haben hier auch Freunde gefunden und einen Ort gefunden, an dem man sich kennenlernen kann. Rakouská knihovna slaví 30. narozeniny. A co jí popřát? Nejenom hodně štěstí, zdraví a spokojenosti, ale také hodně spokojených čtenářů a milé knihovnice. Pokud jste u nás ještě nebyli, zavítejte do Krajské vědecké knihovny v Liberci. Těšíme se na vás. Liebe Freunde und Freundinnen der Österreich-Bibliothek. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, der Österreich-Bibliothek Liberec zu ihrem 30-jährigen Jubiläum gratulieren zu dürfen. Lassen Sie mich ein wenig in der Zeit zurückschauen. Vor 32 Jahren wurde die erste Österreich-Bibliothek in Brünn eröffnet. Schon 2 Jahre später folgten die Österreich-Bibliotheken in Reichenberg, in Znaim und in Olmütz. An dieser Stelle möchte ich es nicht verabsäumen, auch den beiden anderen Geburtstagskindern zu gratulieren. Die Österreich-Bibliotheken sind Orte der Begegnung und des Austausches von Menschen sowie der Verständigung voneinander fremden Kulturen. Bücher bieten uns zeitloses Wissen und die Chance, das Leben zu reflektieren. Sie als interessierte Leserinnen leisten aber auch einen wichtigen Beitrag zur Verbreitung der österreichischen Kultur und Wissenschaft im Ausland. Mein aufrichtiger Dank gilt daher Ihnen, den Leserinnen, Unterstützerinnen und auch den Mitarbeiterinnen der Österreich-Bibliotheken im Ausland, die einen wichtigen Beitrag zur Etablierung und zur Fortführung dieses Gemeinschaftsprojektes leisten und geleistet haben. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Freude und Erfolg mit der Österreich-Bibliothek Liberec und allen anderen Österreich-Bibliotheken im Ausland. Všechno nejlepší, alles Gute! In diesem Sinne wünsche ich der Österreich-Bibliothek viele weitere Ideen und alles Gute zum 30er. Alles Gute zum 30. und wie gesagt, mögen wir mindestens noch mal 30 Jahre draus werden oder noch mehr. Und möge die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auch weiterhin gut funktionieren. Liebe Österreich-Bibliothek, alles Gute zum Geburtstag und schön, dass es dich gibt. Ich wünsche euch grandiose Feierlichkeiten und ich hoffe, wir sehen einander wieder, ich bin ziemlich sicher. Und inzwischen ganz, ganz liebe Grüße aus Wien. Ich sage immer, wir Österreicher sind die Tschechen, die zufällig Deutsch sprechen. Liebe Österreich-Bibliothek, liebe großartige Mitarbeiterinnen der Österreich-Bibliothek, ich wünsche euch alles, alles Gute zum 30-jährigen Jubiläum und alles Gute für die nächsten 30 Jahre. Hallo, mein Name ist Ralf Hebein. Ich war ein Teil der Deutschen Konversationsstunde der Österreich-Bibliothek an der Wissenschaftlichen Bibliothek Liberec von 2018 bis 2022. Liebe Österreich-Bibliothek, liebe Martina, alles Gute zum 30-jährigen Jubiläum und viel Spaß und Freude für die nächsten 30 Jahre. Chtěla bych popřát Rakouské knihovně všechno nejlepší k 30. výročí a děkuji za všechno, co pro nás dělá. Tak přeju Rakouské knihovně k 30. výročí vše nejlepší a ať nám je vydrží dalších 30 let.